Außenseiter Nick Kyrgios hat das Finale des ATP-Turniers von Acapulco gegen Alexander Zverev gewonnen. Der deutsche Weltranglistendritte wartet damit weiter auf den ersten ATP-Titel in diesem Jahr. Der als Tennisrüpel verschrieene Kyrgios bestätigte dagegen nach den überraschenden Vorrundentriumphen gegen Rafael Nadal und Stan Wawrinka seine gute Frühform. Nach gewonnenem ersten Durchgang behielt der Australier auch im zweiten Satz souverän die Oberhand. Zverev verlor glatt mit 3:6 und 4:6, sicherte sich danach aber immerhin den Doppeltitel gemeinsam mit Bruder Mischa Zverev.